Viele Türen. Kleiner Der Raum Raum. ist Na, guck mal. abgeschlossen. Der Raum ist abgeschlossen. Das funktioniert so nicht. Tja, geht nicht. Okay. Ein massives Instrument. Das funktioniert so nicht. Tja, geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, dann müssen wir vielleicht auch gar nichts damit machen. Oder erst einmal nicht. Die Dann Tür würde ist ich leider verschlossen. sagen, gehen wir mal in dem Büro des Doktors. Okay, wir gehen nicht in den Raum des Doktors. Gehen wir mal die Treppe hier hinunter. Da ist diese Mrs. Setcherby. Da ist ein Gorilla. Ganz viele Bücher. Ein Medikit. Okay. Gorilla! Okay. Hä? Okay, dann muss ich irgendwie, glaube ich, gerade nicht verstehen. Ich weiß Mrs. wirklich nicht, warum der Setcherby. Doktor Na, dich dann wollen wir mal mit der hergeholt hat. Troller mal Aber reden. eins sage ich dir, wenn ich dich dabei erwische, wie du irgendwelchen Unsinn anstellst oder irgendwas durcheinander bringst, dann mache ich dir die Hölle heiß. Und ich kenne kein Erbarmen. Okay. Ich bin die neue rechte Hand des Doktors. Welche Hand sind Sie? Pass bloß auf, Göre. Egal, welche Hand ich nehme. Die fliegen dir beide noch recht flink um die Ohren. Ich kann die linke Schranktür nicht Okay. öffnen. Können Sie mir helfen? Nein. Der Inhalt des Schrankes ist nicht für deine Augen bestimmt. Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen, hörst du? Okay. Oh, Entschuldigung. Ich werde die Schranktür nicht mehr anrühren. Besser so. Finger weg vom Kleiderschrank. Wo ist denn der Doktor im Moment? Er ist im Dorf und erledigt sehr, sehr wichtige Geschäfte. Was machen Sie hier eigentlich genau? Ist das nicht Okay. offensichtlich? Ich bin die Haushälterin, die hier... Tja. Haushält? Wohl er, die dafür sorgt, dass das Haus hält. Und das ist harte Arbeit bei dieser Bruchbude. Okay. Kein Wunder, dass man da etwas verbittert wird. Verbitterung ist nichts weiter als die bittersüße Frucht der Erkenntnis. Hey, Sie können ja richtig poetisch sein. Das war keine Poesie, das war eine Drohung. Was genau hat Dr. Okay. T eigentlich vor? Also, wenn er es dir nicht gesagt hat, werde ich es dir auch nicht sagen. Ich möchte Sie nicht länger stören. Und vergiss bloß nicht, wer hier Mitarbeiter des Monats ist. Mitarbeiter des Monats. Lockere Diele. Oha, hier sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die man noch holen kann. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da dran kommen. Zu weit weg. Das scheint nicht zu funktionieren. Lockere Diele. Ach, dafür geht die jetzt nach oben. Ja, ich lasse die jetzt mal. Nicht, dass ich sie jetzt davon abbreche. Und dann hätte ich es dann doch machen müssen im Endeffekt.
Mal schauen, was sie macht. Es ist aber schon komisch, dass wir die linke Tür von unserem Schrank nicht öffnen dürfen. Tja, geht nicht. Zu weit weg. Eine Tasche mit verschiedenen Werkzeugen, die ein Doktor so bei sich hat. Leider fest verschlossen. Tja, geht nicht. Okay, dann wollen wir mal weiterschauen. Weiter die Räume betrachten. Okay, da geht's nicht weiter. Nicht für unsere Augen bestimmt. Ein Platz, um Notizen anzubringen. Schwarzes Brett. Ich gehe hier nicht raus, ehe ich nicht weiß, ob der Doktor mich hintergeht. Gut, dann gehen wir mal auf den Vorplatz. Ah, okay. Hier oben fehlt eine Stange. Mhm. Seht ihr das? Hier fehlt so ein Holzbalken. Eine Tür. Die sind hier alle nur zum Betrachten. Ach, scheiße. Ein massives Instrument. Genug ja. Licht und genug Schatten. Das funktioniert so nicht. Das heißt, wir müssen mal anders gucken. Gehen wir nochmal in unserem Zimmer und schauen mal hier, ob wir irgendetwas entwenden können. Couch. Seltsam. Die Tür scheint von innen verschlossen zu sein. Wie ist das denn unwichtig? Unwichtig, okay. Ein guter Platz, um die Waffe zu reinigen. Allerdings blitzt und blinkt sie schon. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Okay. Ey, hier ist ja echt gar nichts, liebe Leute. Echt null. Null Komma null. Kommen wir denn hier links? Das dann einfach nur Pflanze immer betrachten. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Schöne Dekoration. Ah, okay, hier kommen wir nicht vorbei. Dann gehen wir nochmal hier raus. Wofür braucht man... Hier ist nur wieder dieser blöde Regenschirm, den sie nicht nehmen will. Also wir haben nur diese paar Räumchen da. Ich sollte ihn nicht benutzen, ohne irgendwas drunter zu stellen. Das scheint nicht zu funktionieren. Huh?
Aber hier ist auch echt null, ne? Ist echt null. Alles nur zum Betrachten. Bank. Irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Gehen wir nochmal runter, weil dann kann ja nur noch unten was sein. Können wir sie erschießen? Könnte danach vielleicht behaupten, es wäre ein Unfall, weil sie meine Waffe putzen wollte. Und dann hätte sich ein Schuss gelöst und... Moment, was denke ich mir hier eigentlich aus? Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Mit dem Gorilla? Vielleicht müssen wir auch irgendwas mit diesem Gorilla machen. Das funktioniert so nicht. Tja, geht nicht. Gorillas sollen ja neun Leben haben. Moment, oder waren das Schimpansen? Gemütlich. Ich spiele zwar gern mit dem Feuer, aber so verbrenne ich mir nur die Finger. Warte mal, glühende Kohlen. Vermutlich würde Mrs. Thatcher wieder an angerannt kommen, worauf ich gerade nicht so scharf bin. Okay. Tja, geht nicht. Geht nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Also irgendwas muss hier noch sein. Wir übersehen hier ganz kräftig gerade irgendwas. Ich weiß nur leider nicht was. Ah, da kann man hinaufklettern. Oh Mann. Ich kann's nicht bewegen. Das funktioniert so nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Tja, geht nicht. Dann gehen wir einmal wieder runter. Zu weit weg. Warte mal. Da kommt man auch hoch. Ja, ist ein bisschen tricky hier. Okay, wir müssen noch einmal hoch. Ist schon etwas staubig, sollte seinen Zweck aber noch erfüllen können. Gut, jetzt haben wir hier ein Dingens. Warte mal, war das da oben nicht staubig, diese Uhr? Das scheint nicht zu funktionieren. Schauen wir mal. Tja, geht nicht. Filigrane Zeiger, die nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Okay, dann versuchen wir mal, diese Kohlendinger da, die Kohle, hiermit aus dem Dingen zu holen. Nein! Hallo? Sicher ein altes Erbstück.